Hallo meine Damen und Herren und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit mir, dem Shartox. Tja, und ob die Musik im Hintergrund mein Video down macht wegen Copyright Claim, tja, das muss ich noch herausstellen, aber ich hoffe ja einfach mal nein. Gut, ich glaube wir machen dann einfach mal weiter. Etage 59. Hallo? Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Ha! Sie sollen es ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Finde ich auch ein bisschen interessant. So, man kommt hier oben an. Ja, wollte eine Roomtour. Die ersten 4 Stöcke sind gratis oder so ähnlich. Beziehungsweise 5. Ja, gut, okay. Dann wollen wir uns mal umschauen oder was tun wir jetzt hier? Kommen wir hier durch? Oder wo starte ich die Tour? Ach, guck mal. Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal, musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Ach. Das kann kein gesunder Verstand nachvollziehen. Ich finde, wir sind auch mega unauffällig mit so einem Riesenschwert. Die andere da übelst im Kampf-Suit und er hier mit seinem Gewehrarm beziehungsweise mit seiner Morgensternkeule da. Nee, verdächtig. Nee. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Ich muss gerade irgendwie daran denken, wenn Reeves aussehen würde wie Keanu Reeves, wäre das irgendwie noch sowas von viel cooler. So, ne? Also ich würde das schon echt, ich würde das feiern. Ach ja. Das wäre schon echt herrlich. Gut, also frisurtechnisch sind wir glaube ich nicht weit davon entfernt. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Markostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in 3 große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Okay. Ich weiß nicht immer, was es hier mit diesen goldenen Statuen auf sich hat, die man, also immer dieses Selbstporträt, was man immer von sich irgendwo darstellen muss, um sich hinzuplatzieren und so. Weißt du, als hätte man nicht schon den Größten, da muss man auf jeden Fall irgendwie nochmal so darstellen. Langsam
Naja, keine Ahnung. Er mag sich halt jemand besonders gern. Wieso man das immer machen muss? Gut, gehen wir mal hier lang. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Und es geht spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Shinra sieht ja überhaupt nicht aus wie so der Böse oder so, ne? Gar nicht. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Ja, Scarlet musste man natürlich auch nochmal darstellen. Was ist das, Mann? Das sind einfach Kreise. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Fanservice! Fanservice, Leute! Sowas nenne ich Fanservice. Der heißt auch gar nicht Hoyo, der heißt Hojo, ja? Oder was hier haben wir? Hoyo? Nein, wie hat Tifa den von ausgesprochen? Ja, Geschichten aus der Gruft. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie im Moviepark. Ich kann es nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Okay, alles klar. So, hier haben wir natürlich noch alte technische Errungenschaften, die wir schon gesehen haben. Und ist das der Plan? Neo Midgar vielleicht? Ha? Sieht cool aus. Ich musste gerade ein bisschen an Bellum Garden tatsächlich denken, so bei dem Look, aber definitiv wahrscheinlich Neo Midgar, ha? Huh? Achso, was hast du eigentlich zu sagen? Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Makro-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Okay. Ja, komisch. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Gucken wir mal, was noch kommt. Vielleicht gibt es ja noch eine Verkostung, ha? Shinras eigene Brauerei, maybe? In welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Makro-Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Okidoki, weiter geht's in den nächsten Raum. Oh,
Das Ding gibt's ja also auch. Ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Mako hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Tja, unbegrenzte Rohstoffe oder unbegrenzter Rohstoff, das gilt schon mal nicht, ne? Der arme Planet, er schreit ja schon. Na, so funktioniert nichts. Sie sind nun ein ja, aber irgendwas muss man den Leuten ja erzählen, ne? Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Okay. Weiter geht's, right? Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Oh, Kosmos-Theater, schön. Und was ist, wenn ich das nicht will? Hat Ihnen der Film gefallen? Hä? Bin noch nicht fertig. Muss doch erst mal gucken. Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Mako kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Mako zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen, in das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte. Und entwickelte Methoden, Mako als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Mako-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen.
Das war's? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Aber was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Also, ich finde das interessant, solche Sequenzen, sag ich mal. Ne, wenn da so angebliche... Hashtag noch Spoiler... irgendwie welche Zukunftsblicke oder ähnliche Versionen gezeigt werden in diesem Game, da denke ich mir immer so, how? Und why? Und wie kommt das zustande überhaupt? Naja, aber ich fand das gerade echt geil. Auch die Überleitung zum CGI fand ich total nahtlos. Ich habe zwar genau den Moment gesehen, wo ich gedacht habe, so, oh, jetzt ist hier CGI am Start, aber, ist schon echt geil gemacht. Gefällt mir sehr, sehr geil. Thumbnail fürs Video habe ich schon mal festgelegt gerade. Konzern mit jedem, den Sie treffen. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten, mein Name ist Hart. Oh. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen. Soll der Bürgermeister rumlungern?
Bitte sehr. Wenn das eine Falle ist, kommt sie das teuer zu stehen. Irgendwie wusste ich, dass wir selbst den Move machen müssen, um da reinzugehen. Aber ja, crazy. Scheint fast so, als würde uns der Bürgermeister hier easy peasy hochgeleiten. Und ja, das ist alles scheinbar des Bürgermeisters Plan. Aber tja, das vermag ich noch gar nicht zu sagen. Das werden wir tatsächlich erst in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake herausfinden. Gut, alles klar, meine lieben Freunde. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Wir machen erstmal ein kleines Päuschen. Nach dieser geladenen, schönen Action hier. Very nice.